Liebe Fangemeinde, ich grüße euch nach langer Zeit mal wieder. Das kostet mich ganz schön Nerven hier, dieses Ding. Das ist wirklich das absolute Königsprojekt. Das, anders kann man es nicht nennen. Es nimmt Formen an. Ich hatte andere Probleme, habe mich eine Weile auch nicht damit beschäftigt. Hatte eine schlechte Diagnose, musste mir die Schilddrüse rausnehmen lassen. Habe dann entschieden, dass ich meine Flugbegeisterung mal im echten Leben umsetzen möchte. Habe erstmal meinen UL-Schein gemacht. Ja, aber ich möchte mich natürlich trotzdem auch mit diesem 747-Projekt weiter beschäftigen. So, ich habe viel gemacht, in den letzten Tagen wenigstens wieder. Und ein bisschen was kann ich euch zeigen. Ja, also das Fuel Control Panel habe ich dann noch fertig gemacht in den letzten Tagen. Habe es beleuchtet, es sind ganz viele kleine Platinen reingekommen. Ich mache mal das Licht aus. Noch mehr Licht zum Ausmachen. So, da müssen wir mal gucken. Also ich denke, das kann sich sehen lassen. So, jetzt brauche ich wieder Licht, damit ich was sehe. So, hier habe ich noch einen weiteren Rechner, mit dem ich, ich kann hier bequemer dran sitzen. Ne? Weil, ich sag mal, dort gibt es für die Tastatur und für die Maus keine Möglichkeit, vernünftig zu arbeiten. Meistens habe ich das da oben drauf, da steht eigentlich ein fertiges Overhead drunter, aber was soll ich das Overhead schon hier hinbauen, wenn es mir ständig im Weg ist. Deswegen arbeite ich hier über TeamViewer. Hier habe ich einfach gerade mal das Programm auf, Prepare 3D, und wenn ich hier meinetwegen einen Schubhebel nach vorne setze, dann passiert es dort auch. Leider habe ich immer noch das Problem mit diesem Hin- und Her-Wackeln. Ja. Ich drücke mal wieder F1 für 0 Power und dann fahren die alle wieder zurück auf 0. Also gewisse Fortschritte gibt es und ich mache weiter am Projekt. Das erstmal zur Info für euch.